Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz recht herzlich im Rahmen unseres Brustkrebsmonats Oktober. Wie ihr sicherlich wisst, steht der Oktober weltweit, nicht nur bei uns in der M1-Familie, sondern auch auf der ganzen Welt für das Thema Brustkrebs, also das heißt für die Diagnostik, Therapiemöglichkeiten, Vorbeugung, Prophylaxe und Behandlungen von diesem Krebs. Und daher tragen wir während des kompletten Oktobers auch Pink. Ihr seht das an den kleinen Schleifen, die wir überall tragen, als Zeichen dafür, dass wir uns eben einsetzen dafür, dass wir uns sensibilisieren für dieses Thema, weil das sehr, sehr wichtig ist. Jede achte Frau ist betroffen weltweit von dieser Krebserkrankung. Es ist nicht ungefähr der gefährlichste Krebs, das wollte ich noch mal klarstellen, aber eben eine Krebsart, die sehr oft vorkommt, sicherlich auch in eurem Familien- oder Freundeskreis. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass in meiner Familie Familienmitglieder lange Zeit betroffen waren und daher ist es auch persönlich für mich ein großes Anliegen, das mit euch zu besprechen und vor allem jetzt euch dafür so ein bisschen zu sensibilisieren. Die ersten Anzeichen vom Brustkrebs ist natürlich der Knoten in der Brust, den ihr auch selbst sehr, sehr schön ertasten könnt. Die sind häufig ganz oben im Bereich der Brust tastbar, aber auch unten finden sich welche. Dann auf jeden Fall eine Rötung an der Brust, die zum Beispiel ein paar Tage lang dauert und die aber nicht weggeht. Und ganz wichtig ist auch der Vergleich zur anderen Brust. Also wenn eine Seite völlig in Ordnung ist, ihr aber bei der anderen Seite so ein bisschen das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, dass die Brust plötzlich größer ist oder an einigen Seiten eingedrückt. Dellenbildung zum Beispiel wäre auch so ein Anzeichen. Oder eine Veränderung der Haut, also plötzliches Auftreten von einer unregelmäßigen Oberfläche oder auch einer Art Zellulite. Kennen ja sicherlich ganz viele von euch, die eher an den Oberschenkeln ist, zu unserem Leidwesen. Aber das findet sich auch an der Brust. Und an der Brust ist es dann nicht mehr okay. Und das wäre für euch ein Zeichen, dass ihr auf jeden Fall einen Termin bei eurem Frauenarzt machen solltet. Also ganz wichtig sind die Untersuchungsmöglichkeiten, die euer Frauenarzt euch zur Verfügung stellt. Zum Beispiel ist es so, dass wenn ihr euch zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr befindet, jährlich, wirklich einmal im Jahr, die Tastuntersuchung beim Gynäkologen ganz wichtig für euch ist. Am besten macht euch einen Hinweis im Handy oder schreibt es euch in euer Notizbuch, dass ihr es nicht vergesst. Das wird auch von der Krankenkasse komplett übernommen. Und nach dem 50. Lebensjahr, also 50. bis 70. Lebensjahr ungefähr, solltet ihr alle 2 Jahre zur Mammographie gehen. Mammographie ist die Untersuchung, wo eure Brust in ein Gerät quasi eingespannt wird. Also es kommt von oben und von unten eine Art Platte und die untersucht ganz speziell eure Brust. Also diese Untersuchung ist viel, viel spezieller und kann eher schon erste Veränderungen in der Brust sehen. Brustkrebs ist heilbar. Es ist zwar die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, aber nicht unbedingt die gefährlichste. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist laut aktueller Studien so, dass über 90% aller Brustkrebsarten weitestgehend geheilt werden können. Aber dabei ist es ganz wichtig für euch, dass ihr euch auch mit eurem Körper auseinandersetzt und eine Selbstuntersuchung der Brust macht. Die geht ganz einfach. Das könnt ihr zum Beispiel im Bad, vor oder nach der Dusche machen. Am wichtigsten ist der Zeitpunkt dabei. Und zwar sollte der Zeitpunkt eine Woche nach Beginn der Periode sein, weil die Brust dann am weichsten ist und am besten untersuchbar ist. Ihr greift euch also eure Brust und tastet sie ab. Die ist in Quadranten eingeteilt, die oberen Quadranten und die unteren Quadranten, und drückt ein bisschen auf dem Gewebe und ertastet da auch schon kleinere Knötchen. Auch wichtig bei der Untersuchung, schaut euch im Spiegel die Brust an. Wie sieht sie aus zur Gegenseite? Ist irgendwo eine Rötung, die ungewöhnlich ist, oder kommt aus der Brustwarze Flüssigkeit? Das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und die für euch, für die Früherkennung essentiell sind. Zur Frage, ob man Brustkrebs vorbeugen kann, diese Frage lässt sich eindeutig mit Ja beantworten, weil sehr, sehr viele Faktoren, die Brustkrebs auslösen oder fördern, laut der aktuellen Studienlage wirklich von euch beeinflussbar sind. Zum einen das Rauchen, das könnt ihr deutlich reduzieren, oder Übergewichtigkeit. Fettreiche, zuckerhaltige Ernährung, generell ungesunder Lebensstil. Das sind alles Dinge, die ihr in der Hand habt und die auch ganz, ganz wichtig sind zur Vermeidung von Brustkrebs.
andere Faktoren, die nicht so unbedingt, also die auftreten können, die allerdings von euch nicht beeinflusst werden können, ist Vererbung oder auch Hormonbehandlung. Hormonbehandlung zum Beispiel bei anderen Erkrankungen, die ihr habt, oder im Rahmen der Verhütung zum Beispiel. Ganz wichtig ist mir ein Anliegen, euch mitzuteilen, dass nicht nur Frauen Brustkrebs bekommen, sondern auch Männer daran erkranken. Das ist häufig eine Sache, die weitläufig nicht bekannt ist, aber es ist auch so, dass der Brustkrebs bei Männern auftritt, sehr, sehr gering in der Bevölkerung, von 1 bis ca. 3% etwa, aber es ist dennoch eine Krebserkrankung, die sehr wichtig ist für die Diagnose, weil gerade wenn eine Krebsart sehr, sehr selten auftaucht, neigt man dazu, auch wir als Ärzte, das leicht zu übersehen. Deshalb auch an euch Männer gilt der Appell, Brust abtasten. Ist sicherlich nicht so einfach wie bei der Frau, weil sehr wenig Volumen eben vorhanden ist. Aber auch hier, wenn ihr euch eure Brust vorstellt, könnt ihr im Rahmen der Abtastung wie bei der Frau alles abtasten, im Bad zum Beispiel, vor oder nach der Dusche, und bei den kleinsten Veränderungen auf jeden Fall zu eurem behandelnden Hausarzt gehen. Das wichtige Thema, wie kann Brustkrebs operiert werden? Das heißt, was macht ihr, wenn der Krebs festgestellt worden ist und jetzt der Krebs entfernt wird? Der Tumor, also der Krebs, wird entfernt auf der Seite der Brust und es wird auch ein bisschen gesundes Gewebe entfernt. Und da ist es so, dass häufig beide Brüste nicht mehr gleich sind, sondern eine etwas kleiner ist. Da ist das Ziel der Operation, dass eine angleichende Brustvergrößerung vorgenommen wird. Zum einen kann dies mit Eigengewebe erfolgen oder eben auch mit Implantaten. Ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat, und mir ist es ein ganz großes Anliegen, euch ganz viel über Brustkrebs zu erzählen und auch im Rahmen dieses Brustkrebsmonats Oktober euch viele Informationen zu geben, und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen persönlich geholfen oder auch wenn ihr betroffen seid im Familien- und Freundeskreis.